warum ist sie nicht in Goa geblieben, die alte Schlampe? Anscheinend hat sie jetzt zum Islam übergewechselt, inspiriert durch die sophistische Mystik oder irgend so einen Scheißdreck. Hat sich bei so ausgeflippten Typen eingenistet in so einem verlassenen Haus. Das sind richtige Hippies. Glaubt kaum, dass die noch gibt. Dabei wären die zahlreicher. Bei der verdammten Arbeitslosigkeit wimmelt es nur so von denen. Trick ist, sie nennen sich jetzt Ökobauern. Sind sie in Wirklichkeit nichts weiter als faule Schweine, die von Sozialhilfe leben und so einen obskuren Zuschlag für Landwirtschaft in strukturschwachen Gebieten kassieren. Gestern Nacht einen Text über die Lüneburger Schafe getippt. Heißt Solidarität mit den Lüneburger Schafen. Soll ich ihn mal vorlesen? Gestern Nacht nochmal mit den Schafzüchtern gesprochen. Die wissen sich einfach nicht mehr zu helfen. Voller Hass! Ihre Herden sind buchstäblich dezimiert worden und das ist nur die Schuld von diesen scheiß Hippies, von diesen Drecksumweltschützern. Die haben die Wölfe wieder eingeführt. Horden von Wölfen. Und diese scheiß Wölfe fressen die Schafe. Lass uns über unsere Mutter reden. Ja, genau richtig, richtig. Sie lebt mit diesen scheiß Umweltschützern. Die haben die Dünen gesperrt. Dabei hat die FKK-Gemeinde überhaupt nichts Böses getan. Die haben sich in aller Ruhe mit Gruppensex amüsiert. Aber das stört angeblich die Seeschwalben. Die Seeschwalbe ist eine Spatzenart. Zum Teufel mit den Spatzen. Die wollen uns daran hindern, Gruppensex zu haben und Schafskäse zu essen. Das sind richtige Nazis. Sie sind gegen die Schafe, weil die Schafe Rechte sind. Und dagegen sind die Wölfe Linke. Aber die Wölfe sehen aus wie deutsche Schäferhunde. Und deutsche Schäferhunde sind rechtsradikal. Wem soll man denn da noch trauen? Wem soll man da noch trauen? Läuft.